Wo geht's da lang? Oh, oh, hier geht's nicht lang. Also der Simulator, der lohnt sich schon. Kampf. Die Dinge erscheinen öfter. Da haben wir jetzt schon auch Fragezeichen. Ich habe eh noch 5. Survive or be destroyed. There is no other choice. Oh, das liest sich gut. Hier erscheinen wirklich öfter. Rumbekommen. Kriegt Zeug. Nicht so lange ich so viele Punkte habe, ne? Mehr als 3 kann ich eh nicht verbrauchen. Im Sinne verlangsamt und eingefroren und gefangen. Kommt die überhaupt zum Zug? Nee, die sind nicht mal zum Zug gekommen. Spüre meine Macht! Crit-Schaden? Debuff? Irgendwie das erste und das dritte ist das gleiche. Warum ist da so ein Dings dabei, so ein kleines Büchlein da oben? Ist das die Empfehlung oder? Ach, guck mal, da ist noch einer. Wo ist der noch einmal hergekommen? Hallo! Ich tau euch wieder auf. Bei Genshin Impact war es ja so, wenn man die erst eingefroren hat und dann mit was Heißem drauf, dann haben die irgendwie mehrfachen Schaden gekriegt. Oder man hat sie nass gemacht und dann angepustet mit Wind. Dann gab es dann Kombinationseffekte von höheren Schaden. Aber da muss man so viel actionmäßig die Knöpfe, die richtigen Knöpfe drücken und ganz schnell reagieren. Und ja, mit meiner alten Grafikkarte ist das dann nochmal irgendwie, da bin ich nochmal benachteiligt. Und hier kann man es doch so ein bisschen strategisch angehen. Ich nehme es mit 2. Oh, muss ich da nicht mit dem Action da die Finger rund? Ah, nochmal Kampf. Was ist das? Stay. Also mit dem Einfrieren am Anfang ist coole Sache. Dann haben sie nämlich schon mal eine Runde vergeudet. Komm irgendwie einfach vor, aber es wird ja noch schwieriger. Ich nehme das mit 2, ohne hinzugucken. Elite. No harm in trying. Stay.
survive or be destroyed. Ja, es kann ja so einen Augenblick länger dauern. Die Heilerin müsste teilen, wenn sie da drauf schießt, das ist das Blödsinn. Ja, das ist das. Survive or be destroyed. There is no other choice. Ist zwar nicht ganz perfekt, aber ja, macht das schon halbwegs richtig. Sie spart sich halt das Gesamtheilen für den Notfall auf. Und wenn es sich wirklich lohnt. Ja, ich weiß, das ist schwierig. Das ging nicht so klein. Oh, oh, oh. Junge, Junge! Ich glaube, der hat was gegen Wild. Da wolltest du Wild nicht mal heilen. Ach, der hat sich irgendwie Wild geheilt, oder? Ich will mal gucken, was das da unten irgendwie. Ja, unter den Health-Fortschrittsbalken. Du hast nach links? Von links nach rechts abgearbeitet, oder? Pro Runde. In die letzten Kleinigkeiten des Kampfsystems bin ich auch noch nicht hintergestiegen. Survive or be destroyed. There is no other choice. Soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Also Welt hat jetzt kein Schild mehr. Ja. Jetzt hätte ich mal gut Schild zu haben. Ja, du solltest eigentlich jetzt Schild zaubern. Dann gehen wir es einmal. Zu Beginn alle zwei kombinierbare Schilden, die je zwei Kronen erneut. Das ist sehr gut. Nee, ich nehme das hier. Kuriosität. Ersetzt alle Kuriositäten in deinem Besitz. Nö, wieso? Gefällt mir doch. Mein Kampf wird die Fahrtresonanzenergie bis zum Maximum regeneriert an die Fahrt. Ah, nehmen wir den hier. Nö, der sieht doch gut aus. Was ist das hier? Ah, eine Immersion. Immer machen. Verbraucher Immersator. Habe ich noch welche? Zwei von acht? Eins von acht. So, schließen. Und dann ist der Immersator ausimmersiert. Der immersiert nicht mehr. Irgendwelche geilen Sachen, die ich dann in die Mitte da pflanzen kann. Ah, ein paar Technikpunkte. Irgendwie geheilt bin ich auch. Und die Hertha. Da kann ich sicher noch was für meine Fragmente kaufen.
Eine Kuriosität. Verstecke zwei zufällige. Ein Handelsereignis. Ein Segen mit ein oder zwei Sternen kaufen. Ein Segen mit ein, zwei oder drei Sternen verkaufen. Und was kriege ich jetzt? Tja. Wenn die LP einer Figur niedriger als 50% ist. Wenn Figuren Folgeangriffe starten, haben sie eine Chance, Fertigkeitspunkte. Stellt der Figur nach dem Auslösen von Folgeangriffen LP wieder her. Das hört sich doch ganz gut an. Obwohl es nur ein Stern ist. Mal gucken. Wahrscheinlich ist es so wenig. Ereignis oder Begegnung? Ereignis oder Begegnung? Ereignis oder Begegnung? Warte nochmal. Ereignis. Das hat sich schon gelohnt, hier, dieses kosmische Fragment. So, ein Ereignis. Weißt du, warum man ursprünglich begonnen hat, in der Galaxie Handel zu treiben? Um mehr galaktische Währung einzunehmen. Hier steht dein Wirtschaftswissen beim Geldverdienen. Natürlich. Verbrauche kosmisches Fragment mal 200 und erhalte eine überraschende Kuriosität. Verbrauche kosmisches Fragment mal 100 und erhalte einen Segen von gutem Wert. Überraschung! Schwarzwald, Kuckucks. Kuckuck, es ist 12 Uhr. Nach der zweiten Maschinenkrise reagierten viele Roboter sehr ängstlich und empfindlich auf mögliche Konflikte. Ein Gerücht, das behauptet, dass mechanische Lebensformen die endgültige Katastrophe herbeiführen würden, weckte sofort das Interesse aller Roboter und sie bildeten ein Expeditionsteam, das dreimal unerforschte Gebiete auskundschaftete. Sie gelangten auf die Insel am südlichen Zipfel des Landes, entdeckten in einem Wald, der in völliger Dunkelheit gehüllt war, den Schöpfer des Gerüchts, ein Handwerksmeister, der in den Bergen untergetaucht war, um bösartige Technologien zu studieren. Da steht's, ganz groß. Bei Kampfeintritt erhöht sich die Chance für Figuren, für 5 Runden von Feinden angegriffen zu werden, nach dem Zufallsprinzip. Das ist aber dann nicht gut, oder? Das kaufe ich nicht nochmal. Das war ein Dreck. Dreck war das! Gib mir mein Geld wieder! Nimm dein Dreck zurück! Was war das hier gerade? Das ist nur ein Downloader. Kein Immersiator? Alter, wie die Dinge da heißen. Ich habe auch noch 11. Ich habe das hier. Ich habe mich über den Tisch ziehen lassen, habe ich mich. An diese komische, super besondere Kuriosität. Es stand ja nicht dabei, dass die gut ist. Verstärken. Verteidigen. Wir können schießen. Einfrieren. Survive or be destroyed.
There is no other choice. Time to twirl! Das steht doch sowieso wieder auf dem GP. Bis zum Maximum war. Muss die Heilerin heilen. Du weißt nicht, auf was die wartet. Ist sie totgeschlagen werden oder was? Survive or be destroyed. There is no other choice. Ja, ganz schön auf. Stand down. Prozent hast du noch. Hey. Mach ihn fertig. 3%. 1%. Mach den fertig! Jetzt noch eine Phase, glaube ich. Kack ab. Ich dachte,
Ja, dann gut. Ah, hat sie gleich gemacht. So gut, das. Haben wir jetzt sehr nötig. Ich kriege noch ein Zahnfleisch daher. Das ist doch noch. Oh, doch noch spannend. Wenn einer drauf geht, dann ist schon mal schlecht. Und sie ist im roten Bereich. Ein bisschen besser, wenn man noch nicht gut verlässt. Nur auf mich. Wie hieß dieses andere Spiel, was nach einem ähnlichen Kampfprinzip funktionierte? Das war irgendwas mit Halloween. Da gab's aber was, da konnte man auch die Leute wieder aufstehen lassen. Ja, ich sag doch, wenn einer weg ist, dann. Ja, ich schaffe das nicht ganz. Ja, ich glaube, es hat sich trotzdem gelohnt. Plus 150 Punkte, 1350, plus 135, ich weiß nicht. Da oben abholen. Siehst du, ich schmeiß mich auch direkt raus. Warum habe ich es noch nicht eingesammelt? Was da noch war. Ist doch klar, wenn er mich direkt rausschmeißt. Ah, Trailblazer Stufe 35, das heißt, da gibt's auch noch mal was geschenkt. Was gibt's denn da? Den Starwheel Pass, ja. Namenlose Ehre. Ich muss meine Trailblaze-Kraft da noch verbrauchen. Was brauche ich denn noch? Die Form des Donners. Wie viel habe ich davon? 2. Nein, das da auf jeden Fall habe ich schon mal welche. Wie viel habe ich davon? Auch 2. Und wie viel habe ich davon? 4. Und wie viel habe ich davon? 1. Nur 1. Wie viel habe ich davon? 0. Mit Quantum-Typ. Ah, ich glaube, ich hole mir das, was ich. Ich versuche erstmal hier irgendwie weiter aufzuwerten und dann sehe ich schon, wo ich mich hinbegebe. Ja, da gibt es nochmal irgendwie was. Erfolge. So. Dann gehen wir mal die Figuren. Hier die Lichtkegel. Ich nehme die Relikte. Und packen da mal was rein. Jawohl.
Jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Okay. Mehr hat's nicht. Na doch. Und die gibt's jetzt auch in mehreren Stufen, oder? Das sieht aus wie... Ich schätze mal, das kann ich jetzt auch bis 9 hochpimpen. Machen wir das doch erstmal. Verstärken. Ach, guck mal, den konnte ich sogar bis 12 hoch. Interessant. Da gibt es wohl scheinbar dann doch noch bessere. Ah, das war's. Mir geht erstmal nicht. Das hier ist ein... Wo stehe ich? Sehe ich das denn? Na, das sehe ich wieder in der Farbe. Der ist violett, der ist violett. Ist der ist grün, der ist nicht violett, darum geht er nur bis 9. Und der ist auch noch grün. Das oder blau. Der ist wieder violett. Ich sollte erst die violetten hoch. Kann ich mich was anderes verstärken? Da bin ich durch, würde ich mal sagen. Die Eidola. Da bin ich auf 50, da bin ich auf 50. Die Spuren. Ja, da muss ich auch überall aufsteigen, sonst wird das nichts mehr. Also ist egal, was ich da suche. Im Guide haben wir letzten Dings nicht mehr genommen. Höhle der Korrosion. Da gibt es Relikte. Relikte ist gut. Komm, wir holen uns noch ein paar Relikte. Kostet zwar 40, aber Fahrt der flinken Faust. Wir wollen die ja. So ein Zeug. Die Erinnerungszahlen soll ich auch noch machen. Stufe 60. Kann ich dann noch gar nicht. Oh, spaßig. Höhle der Korrosion. Ach schau, da gibt's Hütchen. Dann können wir mal gucken, was mir noch fehlt.